Im Sommer wechselte Niklas Süle von der TSG Hoffenheim zum Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern München. Mittlerweile ist der Innenverteidiger zweifelsohne beim Rekordmeister angekommen. Süle stand in der bisherigen Bundesliga-Saison bereits 20 Mal auf dem Rasen. Hinzu kommen 3 Partien im DFB-Pokal und 5 Einsätze in der Champions League für Bayern, mit 20 Punkten Vorsprung auf den FC Schalke 04 schon beinahe als deutscher Meister feststehen. Es wäre meine erste Meisterschaft, das ist etwas ganz Besonderes, blickte der 22-Jährige im Interview mit Bayern.com auf kommenden Wochen. Die Meisterschaft ist das Größte, was du im deutschen Vereinsfußball erreichen kannst. Der Fußball, der in Bayern praktiziert wird, sei zudem eine ganz andere Hausnummer als der bei seinem Ex-Club aus Sinsheim. Die Sebener Straße ist weltbekannt, Spieler kennt man aus dem Fernsehen, so Süle, der mit dem Wechsel zum Top-Club zugleich seinen Traum verwirklichen konnte. Vom Dorf in Champions League, als ich noch in Hoffenheim war, war es endstarks und mittwochs immer Pflichtprogramm, mit den Kumpels auf der Couch zu sitzen und Champions League zu gucken. Jetzt bin ich selber Teil davon, schwärmte der Abwehrhühne nach seinen Erfahrungen in der Königsklasse. An das hohe Trainingsniveau habe er sich allerdings erst einmal gewöhnen müssen. Jeder Ball ist umkämpft, fast jede Situation wird ausdiskutiert, bilanzierte Süle. Genau das bringt einen weiter, besondere Motivation schöpft der gebürtige Frankfurter unter anderem aus der Hingabe seiner Mitspieler, wenn man sieht, wie ein Spieler wie Arjen Robben, der alles erreicht hat, jeden Tag im Kraftraum arbeitet, ist das für einen jungen Spieler wie mich sehr inspirierend.